Hallo Leute, hier ist schon wieder Mr. Kuchab direkt mit dem nächsten E3 Review. Wie bereits angekündigt, dieses Mal geht es um Bethesda. Und ja, vielleicht bin ich ja großzügig, weil es ist ja erst jetzt zweites Jahr und naja, die einzige andere Pressekonferenz, die ich vorgesehen habe, war die von EA und was ich davon halte, wisst ihr bereits. Aber ich fand die eigentlich ziemlich gut. Jetzt nicht perfekt, aber einfach eine schöne, solide Pressekonferenz. Nicht nur, dass die wieder dasselbe schöne, schnelle Format hatten wie letztes Jahr, die haben einfach anders als EA auch ein sehr gutes Verständnis dafür gehabt, wie viel wovon man zeigen sollte. Also hier, Quake Champions wird am Anfang angekündigt, sieht cool aus, Teaser-Trailer, ein paar Details und das war's erstmal. Da wird erstmal sacken gelassen und es wird weitergemacht. Selbe Sache haben wir bei Sachen wie Prey. Erstmal Ankündigung, hier ein paar Details und sacken lassen, weiter. Sachen wie Skyrim oder Fallout oder Elder Scrolls Legends, alles bekannte Größen, wird nicht zu viel zu gesagt. Sachen, wo wir dringend neue Infos zu wollen, wie Dishonored 2, werden schön ausführlich mit aller Tiefe und allem Notwendigen gezeigt. Halt ein gutes Verständnis dafür, wie viel Material man wo zu zeigen sollte. Einfach etwas, was ich bei EA sehr, sehr vermisst habe. Ja, okay, hier Elder Scrolls Online und auch Elder Scrolls Legends war vielleicht dann doch ein bisschen zu viel und hat mich auch nicht wirklich interessiert. Das müssen sie halt bringen für die ganzen Leute, die das spielen oder spielen wollen. Ist halt nicht meins und ja, auch gerade Legends klingt wie so ein sehr verzweifelter Versuch, auf den Kartenspiel-Hype gerade aufzuspringen. Aber okay, meinetwegen, da kann ich halt eher noch drüber hinwechseln, weil der Rest der Konferenz wirklich gut war, weil es einfach funktioniert hat. Einziger anderer Punkt ist halt noch das Skyrim Remaster. Da hätten andere Sachen vermutlich besser gepasst. Ein Remaster von Morrowind oder Oblivion oder direkt Elder Scrolls 6. Ist natürlich die Frage, braucht es Skyrim das? Ich meine, auf dem PC sehen unsere Spiele schon seit Jahren besser aus, als das, was wir da jetzt bekommen, weil Mods, aber ja. Hey, dafür bekommen die Konsolen jetzt auch Mod-Support. Warum nicht? Prey und Quake, werde ich nicht viel zu sagen, sind beides nicht ganz meine Typ Spiel, aber sieht auf jeden Fall cool aus, was wir da jetzt gesehen haben, auch wenn es in dem Magic Trailer waren. Wir haben die grundlegenden Details, wir wissen, worum es geht und es sieht auf jeden Fall nett aus. Vor allem, weil wir wissen, dass sie von Leuten, die es auch können, kommen. Gerade hier Quake kommt hier gerade erst nach dem absolut genialen Doom. Da besteht eine gute Chance, dass auch ein würdiger Nachfolger des alten Quake ist. Trotzdem absoluter Top für mich in dieser Konferenz und eines der Top-Spiele der ganzen E3, definitiv Dishonored 2. Sieht unheimlich genial aus und wir haben richtig viel neues Material dazu bekommen. Wir haben neue Details bekommen, wir haben Playthrough bekommen, wir haben Trailer bekommen und noch so viel mehr. Die Atmosphäre, das Gameplay, die Grafik, es sieht alles extrem geil aus. Ich bin da sehr, sehr gespannt, wie das wird. Das Spiel hat einfach unheimlich viel Potenzial. Allein einfach so als Sandbox, um auszuprobieren, was für verrückten Blödsinn kann ich alles so machen mit diesen Fähigkeiten. Wie kann ich das alles kreativ kombinieren? Da haben wir schon so ein paar kleine Anspielungen und Teaser gesehen im Playthrough und im Trailer. Da bin ich umso gespannter, was ich alles werde machen können, wenn ich da endlich mal selber mit rum experimentieren kann. Also, das gefällt mir einfach extrem gut. Das Ganze sieht extrem stimmig aus. Da sieht man einfach, da haben die richtig viel Arbeit reingesteckt, damit es auf jeden Fall zum Move des ersten Teils aufleben kann. Und das sieht sehr gut aus. Letzte große Sache, die die noch hatten, war ihr Bethesda VR-Zeug. Ihr kennt mich, ich bin noch kein komplett überzeugter Anhänger von VR, einfach weil ich glaube, dass das Ganze noch ein Tick vor seiner Zeit ist, noch ein Tick zu früh ist. Aber okay, hey, ganzes Fallout 4 mal kurz nach VR bringen? Mutig, wenn das klappt, wenn das gut klappt, dann könnte das selbst mich überzeugen. Und ja, hey, Bethesda-Spiele eignen sich gut für Virtual Reality. Die sind fast alle First Person, das passt gut. Wie gut es aber am Ende funktioniert, müssen wir halt erst noch sehen, wenn das so funktioniert, wie es funktionieren soll. Wenn das so cool funktioniert, wie sie es ankündigen, dann wäre das geil. Interessanter Punkt ist, dass hier alles nur für HTC Vive angekündigt und nicht für Oculus Rift, was mit ziemlicher Sicherheit an dem Rechtsstreit zwischen Oculus und ZeniMax, der Vatergesellschaft, Muttergesellschaft von Bethesda, liegt. Aber ja, wir werden sehen, wie das am Ende wird. Interessant ist es auf jeden Fall, aber ihr kennt mich, ich bin bei VR immer noch ein bisschen skeptisch. Und ja, das ist auch im Grunde schon alles, was ich jetzt zu Bethesda sagen kann. Die hatten so schon eine solide Konferenz mit dem guten Format und dem schönen Tempo. Und Dishonored 2 hat es einfach absolut geil gemacht. Also gerade das Spiel feiere ich jetzt schon extrem. Da bin ich sehr gespannt, was daraus wird. Und jetzt fange ich an, mich zu wiederholen. Entsprechend machen wir hier auch Schluss. Nächstes Video geht es dann um Ubisoft. Bis dahin, alles Gute und man hört sich. Euer Mr. Kurab.